Herzlich willkommen bei Stempelzone. Mein Name ist Katrin aus Bochum. Das ist eine neue Folge von meiner Videoreihe Bastel ABC für Stempelanfänger und alle, die das Basteln gerade erst für sich entdeckt haben. Heute geht es um den Buchstaben K, K wie Klebemittel, und dazu stelle ich euch jetzt alle verschiedenen Klebemittel bei Stampin' Up hier in diesem Video vor. Du kannst in diesem Video an einer Verlosung teilnehmen und ich habe auch ein spezielles Angebot für dich. Im Stampin' Up! Katalog findest du ganz hinten unter Zubehör eine komplette Seite mit den entsprechenden Klebemitteln. Und zwar geht es hier oben los mit den Stampin' Dimensionals. Die Stampin' Dimensionals, das sind diese hier, das sind so Waben, die eine Höhe von 3 mm haben. Und du kannst deine Stempelabdrücke, die du ausgeschnitten hast, dann erhöht auf deine Karte oder Verpackung kleben, um da nochmal so einen Eyecatcher zu haben. Die benutze ich immer, fast immer. Die Stampin' Dimensionals gibt es in dieser Packung hier. Da sind 300 Stück drin, also in der Größe. Und es gibt die auch noch in der Mini-Variante, da bekommst du dann 720 Stück. Die Stampin' Dimensionals gibt es auch in schwarz. Ja, dann ist der Schaumstoff nicht weiß, sondern schwarz. Das eignet sich sehr gut, wenn du oft dunkle Projekte gestaltest und du das nicht magst, wenn man die Dimensionals ja beim näheren Hinsehen hinter deinen Projekten erkennen kann. Dann haben wir hier an vierter Stelle die Schaumstoffklebestreifen. Das sind so lange Streifen, die genauso dick sind wie die Dimensionals. Die kann man perfekt verwenden, um Schüttelkarten zu basteln. Kann ich dir sehr ans Herz legen. Dann haben wir das doppelseitig selbstklebende Schaumstoffbögen. Das sind dann quasi diese Bögen, aber ohne die Wabenstanzung. Da kannst du dann deine Stanzen, die du ausstanzen möchtest, draufkleben, die Stempelabdrücke. Kannst dann das durch die Stanzmaschine ziehen und dein ganzes Gestanztes ist dann quasi so erhaben. Das eignet sich sehr gut, wenn man zum Beispiel Buchstaben ausstanzen möchte. Das habe ich schon oft gemacht. Dann haben wir hier die Klebebögen für filigrane Stanzteile. Bevor du dein Papier ausstanzt, kannst du dort hinter einen Klebebogen befestigen und so kannst du aus deinen Stanzteilen dann direkt Sticker machen. Das ist total toll bei besonders filigranen Stanzteilen, denn ansonsten müsstest du den Tombow-Kleber benutzen, zu dem kommen wir noch gleich. Und der würde da vielleicht dann aber rausquillen und deswegen ist das hier eine super Hilfe. An siebter Stelle haben wir hier das Haftmittel. Damit lassen sich die Stempel für transparente Blöcke leicht in ablösbare Stempel verwandeln. Also solltest du noch alte Stempelsets von Stampin' Up! Haben, da gab es das Problem, dass die Sticker nicht an diesen Blöcken hier gehaftet haben. Deswegen gibt es jetzt hier dieses Haftmittel, was man sich danach bestellen kann. Und so kannst du das wieder korrigieren. Dann eins meiner liebsten Klebemittel, hier die Mini-Klebepunkte. Das ist diese Rolle mit ganz kleinen Klebepunkten, die ich verwende, um meine Stanzteile auf meine Karte aufzubringen, wenn ich zum Beispiel so ein Kartenpotpourri mal mache. Dann haben wir hier ein Abreißklebeband. Wenn du gerne und oft Verpackungen und Boxen bastelst oder Mini-Alben, dann kann ich dir das nur empfehlen. Dann haben wir an zehnter Stelle flink und fest, inklusive der Nachfüllpackung. Das sind sogenannte Kleberoller, wo du das einfach abrollern kannst und dann einen Klebestreifen erhältst. Und das Ganze gibt es auch in Flink und Fest Plus. Das ist hier eher sofort haftend, dann auch permanent klebend, aber nicht so stark klebend wie das Flink und Fest Plus. Das ist
hält wirklich bombenfest und das kannst du auch sehr gut dann für schwerere Projekte wie Mini-Alben benutzen. Das Heißklebepulver ist hiermit aufgeführt. Das ist etwas, was du für deinen Embossing-Föhn gut gebrauchen kannst, denn damit kannst du die Dekometallblättchen aus diesem Katalog hier verwenden und deine Karten damit hübsch dekorieren. Das ist quasi klebendes Embossing-Pulver. Dann haben wir hier den Tombow-Kleber, der Mehrzweckflüssigkleber. Der ist für mich wirklich unverzichtbar. Und der trocknet transparent und klebt im trockenen sowie im nassen Zustand. Der zieht erst nach ein paar Sekunden bombenfest an und du hast dann immer ein paar Sekunden Zeit, deine Projekte entsprechend noch zurechtzurücken, solltest du da mal schief aufgekommen sein. Dann haben wir hier den Präzisionskleber. Das ist eine Klebeflasche mit einer ganz feinen Düse. Damit kannst du perfekt nicht selbstklebende Steinchen zu klebenden Steinchen machen. Du kannst damit auch sehr, sehr gut filigrane Stanzteile aufkleben. Da, durch diese ganz schmale Düse kommt da wirklich sehr präzise der Kleber raus. Und dann haben wir bei den Klebemitteln hier noch mit aufgeführt die Bastelunterlage aus Silikon. Denn egal mit welchen Flüssigklebern du da am Rumhantieren bist, als Unterlage diese Silikonmatte und du versaust dir deinen Tisch nicht und kannst die immer wieder wunderschön reinigen. Sei es so viel zu den Klebemitteln. Es gibt auch noch ein neues Produkt, was ich zu den Klebemitteln zählen würde. Ich weiß nur nicht, wo die das jetzt hier gerade mal aufgeführt haben. Moment. Ich glaube, bei den Stanzmaschinen war das aufgeführt. Und zwar kennt ihr sicherlich die Maskiertechnik. Und dafür haben wir jetzt sogenanntes Masking Paper. Wo ist denn das? Wo haben die das aufgeführt? Hier nicht. Hier auch nicht. Ja, komisch, wenn man mal was sucht. Aber hier ist es. 9. Abdeckmaskenpapier auf Seite 149. Das eignet sich super für die Maskiertechnik oder um nur bestimmte Bereiche eines Papiers zu kolorieren. Damit kannst du dir das abkleben. Vielleicht kennst du auch die Technik Color Blocking und verschiedene andere Techniken, wo man nur verschiedene Bereiche einer Karte farblich gestalten möchte. Und das ist quasi wie ein Post-it, nur dass die Klebefläche ganz flächig ist. Das kannst du also auf deinen Kartenhintergrund aufbringen, dann Farbe drüber geben, das Ganze abziehen und da, wo der Kleber war, ist keine Farbe drauf gekommen. Und das ist für mich super, dass Stampin' Up das jetzt auch mit im Programm hat. Und das werde ich mir auch auf jeden Fall noch mit dazu bestellen. Das sind jetzt ganz schön viele Klebemittel, die es bei Stampin' Up so gibt. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video vorschlagen, was ich glaube, womit du für den Anfang erstmal gut versorgt sein wirst. Ich möchte dir für den Start empfehlen, was ich mir an deiner Stelle an Klebemitteln kaufen würde, da die Auswahl ja doch schon etwas größer ist hier im Katalog. Und dazu habe ich mir aufgeschrieben, dass ich dir in jedem Falle den Flüssigkleber empfehlen würde. Der Flüssigkleber ist halt einfach das, was ich hier täglich benutze und wo du noch die Chance hast, kleine Missgeschicke, wenn du was schief aufgeklebt hast, in Sekunden noch korrigieren zu können. Der klebt, wie gesagt, trocken und nass und der trocknet transparent aus. Du hast hier so eine schmale Düse bei dem Tombow-Kleber und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, flächig zu kleben mit diesem Aufsatz. Das benutze ich sehr selten, weil der Tombow-Kleber so stark klebt, dass man den gar nicht flächig benutzen muss. Genau, ein Tipp zum Tombow-Kleber.
Bewahre den immer kopfüber auf, so kann der hier vorne nicht austrocknen und du musst da nichts aus der Spitze rauspopeln und du musst auch nicht ständig hier diesen machen. Also bewahre den so auf, da gibt es verschiedene Anleitungen dazu, wie man sich so einen Tombow-Ständer zusammenbasteln kann oder man kann auch, ja, auf Instagram habe ich schon mal gesehen, dass Menschen, die einen 3D-Drucker haben, solche Aufbewahrungen angefertigt haben. Da könnt ihr euch ja mal bei Dr. Google schlau machen. So, das wäre meine erste Empfehlung. Dann jeweils ein Paket Stampin' Dimensionals in der großen, also in der normalen Größe. Und dann auch ein Paket Mini Stampin' Dimensionals für kleinere Teile, die ihr erhaben, aufkleben möchtet. Das ist ein absolutes Basic für mich. Und ja, das gibt den Karten nochmal den entsprechenden Wow-Effekt, wenn man da etwas erhaben aufklebt. Dann habe ich auch als mein absolutes Lieblingsprodukt hier die Mini-Klebepunkte. Damit kann man auch perfekt Schleifen aufkleben, ohne lange warten zu müssen. Das ist ja immer ein Krampf ansonsten. Und Abreißklebeband ist für mich auch der totale Standard, den man unbedingt braucht für Boxen und Verpackungen. Genauso, wenn man schnell mal was zusammenkleben möchte, der Flink- und Festroller mit dem entsprechenden Nachfüllpack hier. Du brauchst also diese komplette Maus nicht ständig neu kaufen, sondern kannst dir Nachfüllpackungen kaufen, wenn du einmal diese Maus zu Hause hast. Dann auf jeden Fall der Präzisionskleber, falls man mal was ziemlich ja, Filigranes aufkleben möchte oder Steinchen aufkleben möchte. Und für mich gehört zum Basic auf jeden Fall auch die Silikonmatte dazu, denn die Silikonmatte, das ist nicht nur eine Unterlage, die du gut wieder sauber bekommst, sondern damit kann man auch perfekt eine Spiegeltechnik oder sonstige Techniken beim Stempeln ausführen. Ja, das Ganze als Starterpaket hat einen Wert, Warenwert von 64,50 Euro. Wie in jedem Bastel-ABC-Video für Anfänger mache ich dir ein spezielles Angebot und diesmal ist es folgendermaßen, wenn du dich für mein Anfänger-Kit an Klebemitteln, welches ich dir gerade vorgestellt habe, ja, wenn du dich dafür interessierst, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Dieses Video kommt raus am, muss ich schnell mal nachschlagen, am 23. Juli. Du hast bis zum 30. Juli Zeit, mir eine E-Mail zu schreiben an kontakt@stempelzone.com, wo du mir mitteilst, dass du mein Klebemittel-Set gerne kaufen möchtest. In dem Moment mache ich eine Sammelbestellung nach dem 30. Juli für alle Interessierten fertig. Das heißt, du zahlst nicht 7,95 Euro Versand, sondern nur 5 Euro Versand. Und dann kostet dich das Ganze 69,50 Euro. Ich werde eine Sammelbestellung machen, deswegen kann ich dir eine Gratisbeigabe dazu packen. Und das ist auf jeden Fall das neue Abdeckmaskenpapier von Stampin' Up mit einem Warenwert von 8,50 Euro. Schenke ich dir zu meinem Klebemittel-Starter-Kit einfach so dazu. Ja, ich hoffe, das Angebot gefällt dir. Weitere Bastel-ABC-Videos findest du dort oben in der Infobox. Lass dem Video einen Like hier und abonniere meinen Kanal kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich verlose zum Ende meiner Videoreihe Bastel-ABC eine Mini-Stanzmaschine von Stampin' Up an einen Gewinner oder Gewinnerin. Bitte male dir dazu auf ein Blatt Papier 26 Kästchen und nummeriere sie nacheinander von 1 bis 26. Wie das Ganze aussehen kann, blende ich dir jetzt ein. In jedem Video von 1 bis 26 oder von A bis Z findest du einen Buchstaben und eine Zahl, die du dann in das entsprechende Kästchen eintragen kannst. Am Ende meiner Videoreihe hast du einen kompletten Satz, den du mir gerne per E-Mail mitteilen kannst, um an der Verlosung teilzunehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und freue mich,
dich im nächsten Video wiederzusehen.